So, das nächste Mal werde ich in Vitalität wieder was reinstecken. Tja, gut. Zack, zack, geht ja schnell. Möchtest du nicht mal deinen Helm ausmachen? Möchte ich? Warum? Damit man deine schöne linke Zeckenfrisur sieht. Meinst diese hier? Ja, genau die meine ich. Ich zoome extra ran für euch. Mein Gesicht sieht aber auch extrem hinterhältig aus. Ja, meins auch. Mit Monokel und Glatze. Und dem großen dicken Rohr. Ist ja auch mal geil, wenn man ganz nah ranzoomen würde und dann so spielen. Ob das möglich wäre? Könnte. Ich finde, es sollte ein Ego-Perspektive-Mod geben für das Spiel. Ja, wäre bestimmt Wäre lustig. ich Oh, großer, nee. wär ich ein großer Fan von. Das ist nicht so spielen. Nicht spielbar. So. Ich finde doch schon, wenn man ein kleines Stück ranscrollt, kann man schon gar nicht mehr spielen. Ja, das stimmt. Ich habe auch gerne sehr weit weg. Also erst nicht bis zum Ende weit, aber halt schon ein bisschen weit. Doch, ich muss ganz rausscrollen und spielen. Wow! Da war bei mir gerade unter dem Stahl richtig viel Geld. Ah, wir werden so ein bisschen. So, hier rechts ist der nächste Stern. Wenn wir dieses Dungeon fertig haben, werde ich dann auch ein paar Skillpunkte mal endlich verteilen. Endlich! Ihr habt lang darauf Okay. gewartet. Stimmt, du Okay. kämpfst die ganze Zeit nur mit dem Level 1 Skill, wa? Geht aber gut. Naja, ist ja am Anfang jetzt noch nicht so wichtig. So. Na komm. Ich habe immer noch Geht doch. 13 Skillpunkte zu vergeben. Lol. Ja, aber ich Ui. habe auch keine Probleme jetzt. Also, ich mache gut Schaden. Die Stats, die kompensieren das schon ganz gut. Ja, klar. Ja, diese Globes, die sind total ätzend, finde ich. Ja. Gehen aber dafür relativ schnell tot. Ja. Ich gebe aber später dann noch Zumindest. so Zauberkreis von den Gegnern, die richtig Damage dann machen, wenn man nicht rausgeht. Ja. Aber das kennen wir ja schon aus MMOs. Wenn irgendwelche Magiekreise gezaubert werden, immer rausgehen, ja, nicht drin stehen bleiben. Außer sie sind von Verbündeten. Dann sollte man schon irgendwie dran bleiben. Das stimmt. Ich weiß noch in so WoW-Zeiten. Immer schön in Gruppe gewesen und dann gibt es so schöne Bosse, die ganz gerne mal sehr weiträumige Flächenschaden auf dem Boden platzieren. Und es ist immer mindestens ein Typ in der Truppe, also in der Gruppe, der immer drin stehen bleibt. Ist immer einer dabei. Das stimmt. Selbst wenn man Ich muss vorher aber dazu angesagt hat. sagen, in meiner WoW-Karriere war ich das oft. Aber egal. Ja, aber das ist meistens auch so, du sagst es vorher an, ne? Nicht drinstehen bleiben, was eigentlich auch selbsterklärend ist und trotzdem, immer bleibt irgendjemand drin. Nee, bei uns wurde das nicht angesagt. Das war halt das Schlimme. Bei uns wurde nie nachgefragt, ob jemand die Instanz nicht kennt oder sonst was. Bei uns wurde einfach durchgerusht und wer es nicht kennt, der hat Pech, der verreckt halt. Sehr nett. Aber na gut, ich war ja nur ein schöner kleiner Hexmeister. Ist ja Na. egal. No. Geht's da unten weiter oder geht's hier weiter? Ich glaube, hier hinten ist nur Gold. Oh. Boah, schön. Zwei Schüsse reingesetzt und alles weg. Sah auch gefährlich aus. Ah, hier geht's nur weiter. Anscheinend. Kann sein. Guck ich hier unten nochmal schnell nach. Ach, wow! Was hat sich denn hier versammelt? Immer besser drauf. Secret Secret Room. Raum, wow. Geil. Ja, etwas. Also ihr seht, es ist immer randommäßig, wann man einen Secret Raum findet. Und da ist immer was los. Das ist ja alles Secret, alles Secret, nee, alles random. Wollte ich Ja. eigentlich sagen. Ah, scheiß Knockback, Fuzzi. Ich will auf den großen. Verballer doch nicht den ganzen Mana für den kleinen. Ist doch egal. Juhu, im Kreis. Ui. Oh, alles mit dem hier, komm. Und noch ein Kreis. Ui. Ohne.
komme ich mir vor hier wie in Sonic oder so. Ganz, ganz Ja. viele Kreise einsammeln. Du musst hier mal an hier diese Müsli-Sorte denken, diese Fruity Loops oder wie die heißen. Die sehen genauso aus, bis auf dass sie halt nicht Gold sind. Hier geht's übrigens raus, ne? Ja, ich hab's gemerkt. Ist ja nicht so schlimm. Ich bin schon wieder ganz, ganz knapp vorm Level ab. Ja, ich mehr oder weniger auch. Ach, hier geht's hier geht's down. Nicht weiter. Ach. Ja, und hier geht es auch gleich direkt weiter. Achso. Ja, aber dann können wir hier nach rechts. Guck mal, hier rechts. Achso, du hast die Kiste schon geöffnet. Achso, okay. Ja. Nichts gesagt. Ich war dir einen Schritt voraus, Minion. Naja, vielleicht noch zwei Schritte. Naja. Komm auf die Entfernung an. Ich geb's zu, dass das vielleicht sogar schon zwei Schritte waren. Oh, oh, wegen. Noch ein Zug. Lol. Okay, wir haben heute extrem Luck. Wow. Während des Zauberns einfach mal ein Level abbekommen. Mana voll. Nice. Wunderschön. Den kompletten Gegner nur mit Skill niedergeballert. Kiste. Ja. Also ihr seht, Secret-Räume, die kommen tatsächlich durch Zufall. Und sind eigentlich auch sehr leicht zu entdecken, wenn man die dann wirklich direkt davor steht. So, also. Wenn man nicht einfach dran vorbeirennt und sie ignoriert. Ja. Also ich habe das bisher gehabt, ich habe bisher immer jeweils eine Urne zerlegt. Und dann kam so ein Secret-Raum. Ui! Und Lucky Coin! Oh. Was ist das denn? Okay. Also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall. Wow. Sinnlos. Hast du gemacht? Das ist ein Sockelstein, diese Lucky Coin. Ein goldener. Hab ich das auch? Mit 3% mehr Magie, Goldfund. Meine ich. Läuft. 3% nee, Gold kriegt man dadurch. Als Sockel. Es lag hier gerade rum bei mir. Finde ich aber nicht so toll. Kannst du so von mir aus haben, wenn du möchtest. Nee, ja. Muss nicht sein. Ich bin nicht so arm, dass ich mir Gold sockeln muss. Ja, ich schmeiß auch gerade nochmal ein paar Sachen raus hier. So. Richtig, sortieren kann ich auch nochmal. Wenn du das auch gerade machst. Zack. Passt das? Brauche ich dichten? Ja. Ich habe hier für meinen Singleplayer-Charakter habe ich einen voll fetten goldenen goldenes Halsband für meinen Pet gefunden. Okay. Was soll hier? Magic Finding? Ne. Muss nicht sein. Schenkst du Block? Ja, das brauche ich ja. Das brauche ich dringend. Ganz unbedingt. Ja, ist sowieso ein Schild, ja. Wie gucke ich denn? Ja, cool. Schild ist doch. Ist doch cool. Vor allem von einem Berserker. Ja. Yeah. Musst du gleich zwei Schilde nehmen. Beiden ja. zuschlagen. Ja, genau. Ich brauche dringend eine Identifizierungsrolle gerade. Darf ich so höflich sein und dir eine geben? Nö, nö, mein Pet kauft mir gleich eine, aber sehr nett, danke. Ja, ich helfe dir nie wieder. Ja, ich hab 13 Stück und weiß nicht wohin damit. Ja, du kannst sie ja irgendwie verwenden mal. Weil ich will kurz die Leuten hier zeigen, dass man hier Shopping-Sachen machen kann. Also, ich möchte ja zum Beispiel ein paar Identifizierungs-Scrolls haben. Klicke ich hier mal. Ah, sagen wir 5 an. Das coole ist, er bezahlt die Rollen mit dem, was er hier an Items verkauft. Also, alles genial. So, wir können weiter. Guck mal, ich hab eine neue Kanone. LOL. Okay. Aua! Ist jetzt ein Stück pink irgendwie bei mir. Lass mich in Ruhe! Ich möchte dich nur pulvern. Ja komm, pulver mich.
Ja, komm. Ja. Oh ja. Yeah. Ah, herrlich. Und dann schön in die Pfanne hauen. So, ja. Am besten hiermit. Ein bisschen Fleisch klopfen. Hey, hey, das war fast mein Fuß, ja? Ach so, rechts war ja nichts mehr. Boah, gleich viel mehr Schaden. Geist! Ein großes Vieh! Tot. Bam. Bam. Ja, ein bisschen Blut, ne? Ein bisschen. Also es ist schade, dass das Blut nach einer Sekunde oder so schon verschwindet. Ja. Da geht's dann weiter. Ups. Das war gerade übrigens ein Schuss, ne? Lol, ja. Okay. Na gut, dann runter. Runter, 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 runter. Ich hab noch 15 Skillpunkte. Hey! Ich muss ja gleich mal Fenster aufmachen? Mhm. Ja, nee, Fenster muss nicht aufmachen. Obwohl. Nee, muss nicht sein. Noch nicht. Nee, aber ich muss mal langsam hier mich skillen. Ich bin so ungeskillt, weißt du? Ich hab halt kein Skill. Ach nein, ich teleportieren. Nicht teleportieren, Biest. Ja, diese Teleportierungsviecher sind so ätzend. Lol, ein Rattenwerfer. Lol. Au. Was war das? Nerv nicht. Teleportier dich nicht. Ja, toll, Mana-Trank hat er gedroppt. Super. Oh, eine weiße Shotgunne. Was brauch? Ja, sobald ich dieses Dungeon hier fertig habe und alles verkauft habe, werde ich dann auch nicht mehr die weißen Sachen einsammeln. Da dürfte ich genug Geld zusammen haben erstmal. Ich sammle die schon seit Anfang an nicht ein. War bei dir rechts noch was? Gehst bei dir hier rechts ist ein Gang. Ist halt ein Gang. Ja, hier links auch. Ganz, ganz vielen Urnen. Und noch eine Treppe. Moment. Wow, ja, hier unten ist dann der Boss. Zumindest was? Der Weg zum Bossraum. Okay, dann gehe ich kurz hier links noch weiter. Ich komme zu dir. Oh, ah, Gold. Okay. Konnte gerade einen unmöglichen Treppenweg nach oben laufen, wo ich normalerweise nicht langlaufen könnte. Langläufen? Ja. Gute Deutsch. Gute Deutsch. Ja. Deutsche Sprache ist nicht erwünscht. Man, es ist ein nicht deutsches Spiel, warum soll denn man dann Deutsch reden? LOL! Hey, Super Group. Hallo, was geht denn heute ab? Wobei ich glaube, dass die Chance, einen Siegelraum zu finden, auch erhöht wird, wenn man Grau spielt. Das war viel Geld, das kann sein. Ich meine, drei Stück hintereinander im selben. In Dungeon. Einem Dungeon. Ja. Hier ist eine Kiste. Und ehrlich gesagt, das ist bestimmt ein Mimik. Im Singleplayer habe ich nicht einen gestern gefunden. Nicht einen einzigen. Doch, einen einzigen habe ich gefunden. Ja. Doch. Ich habe meinen im selben Dungeon hier gefunden. Und der hat für den Erfolg gereicht, aber dann habe ich keinen mehr gefunden. Und das im ganzen Akt 1. Wow, was ist hier noch alles? Nee, ich hab einen einzigen gefunden im Messenmarkt, im Singleplayer. Und jetzt haben wir schon drei. Immerhin, hier liegt noch Mana Trank, sehe ich gerade. Nee, nehmen wir jetzt. Hier hinten sind jetzt wieder ganz, ganz viele Gegner. Ach, das ist nicht so viel. Wo ich aber einfach mal ein bisschen rein feuere. Jo. Und ich stelle mich mitten rein. Ach, wieder ein Champion hier. Ja, so toll ist der jetzt aber auch nicht. Zu zweit geht das schon ein bisschen einfacher von der Hand. Ja. Vor allem, wenn der Tank einfach hinten steht und nur rumschießt. Ja,
Das sollte eigentlich nicht die Aufgabe eines Tanks sein, ne? Der sollte eigentlich direkt an die vorderste Front. Ach, ich spiele meine Tanks so, ich bin Fernkampftank. Ich geh mal hier oben rum. Jo. Okay, hat sich nicht gelohnt. Ich hoffe mal hier rechts, ne? Hallo? Ach, schon wieder eine Scheißbombe hier unter der Vase. Das ist dein Pet, das bist du. Wow! Achso, der war schon tot. Mhm. Und hier ist dann schon der Bossraum. Ich wollte oben aber nochmal schnell was schauen. Ich glaube, da war noch was. Also laut Karte ist da nichts mehr. Oh, 19 Gold. Oh, hat sich ja gelohnt. Ja, 19 Gold, ne, da kann man sich mal Lolli kaufen oder so. Auf jeden Fall. Ich bin schneller. Hey. Dein Pet wollte mich gerade angreifen oder so. Ja, ja, mein Pet ist sehr eigenwillig. Ich muss das mal ein bisschen trainieren, ein bisschen zähmen, züchten. Bist du denn hier nicht bei Pokémon? Hat denn niemand von dir verlangt, ins hohe Gras zu gehen, um dir Neues zu fangen? Ja. Wie hat man den Boss hier? Okay, da ist es, der Boss. General Grell. Gibt's auch General Dunkel? Der ist mir so hell. Bam, immer ich werde mal kurz meinen Heilbot hier noch stellen, ne? Ja, keine Hektik. Hast du auch einen Mana-Bot noch irgendwie so parat? Der macht das ja. Der heilt ja Mana mit. Ah, cool. Aber ich bin gerade beschäftigt, um mir meinen Buff anzuschauen. Okay. Der Typ macht mir nicht mal wirklich Schaden. Ja, bei mir auch nicht so groß. Renn doch nicht weg. Ich will dich angreifen. Okay, das hat Schaden gemacht. Oh, ja. Egal, tot ist er. Und mal wieder ein Stab. Toll. Ich hab glaube ich Cloves eingesammelt. Also ich meine jetzt einen goldenen, ne? Ja, ich auch. Okay. So. Gucken wir jetzt. Super schöner Stab. Bevor wir zur Quest gehen. Ist hier lang? Wo hier lang? Ach, da lang. Ah, Bosskiste, gib mir die Bosskiste. Okay, da ist anscheinend nur Gold drin gewesen. Ich komme! In der Bosskiste war echt nur Gold drin. Hier gibt's eine Bosskiste? Na, die hast du gerade geöffnet. Ach, da oben. Tja, die Quest ist abgeschlossen. Naja, fast. So, was haben wir hier dann noch? Irgendwie nichts Sinnvolles. Okay, also wir haben erst den Wächter des Wassers beschützt. Quest abgeschlossen, können jetzt mit demselbigen reden. Und ich krieg den nächsten Skill. GZ. Ja, die haben nochmal einen schönen Story-Moment erlebt. Zack. Gut, wir sollen jetzt wieder zurück zur Stadt, zur Enklave. Kommen ja, einige Items dazu. Und gleich die nächsten direkten Weg dahin. Also, bis gleich. Okay. So.
mal abgeben. Was kriegen wir denn hier? Oh ja, das ist sehr schön, der Helm hier. 5 Vitalität Attribut und 8% Medio Weapon Damage Bonus. Das nehme ich doch gerne. Ja. Ich habe hier an sich ein übelst cooles Set-Item für dich, aber bringt halt nur die Set-Effekte sind gut. Ich glaube, ich habe das Gegenstück davon. Guck ich gleich mal. Meanwhile, you need to get out to the Watchreel Temple. Take Crow's Pass to the Frosted Hills. Try to catch up to the Grand Regent before he enters the temple. Ja, wir sollen erstmal in den Watchreel Temple reingehen. Machen wir aber gleich. So, hab ich vielleicht noch was für dich? Ja, ich habe noch eine Shotgun. Vielleicht kannst du die gleich gebrauchen. Wenn sie mehr als 74 DPS, mehr als 74 DPS hat, dann eventuell. Sag ich dir einfach mal. Wären halt leider Handschuhe das Set-Item, ne? Ne, tut mir leid, aber die Kanone ist schlecht. Sekunde. Ne, ist leider nicht dasselbe Set, was ich hatte. Aber die Handschuhe. Ja, das ist halt die goldenen drin. Ja, da sind meine doch ein bisschen besser. Digga, du willst die Waffe auch nicht? Dann halt nicht. Nö. Dann werde ich kurz hier mal mich umrüsten und alles. Und genau, wir gehen erstmal hier zur Quest hier. Geben die eine ab hier. State your business. Runenmeister. Ich glaube, die nehme ich. Ja. Oder? Oh. 7 Stärkeattributbonus. Aber dafür eine Verteidigung weniger, beziehungsweise dann nochmal 3, weil ich habe noch 2 als Stat auf der Rüstung drauf gehabt. Tja. Komm, nehmen wir. Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich mal die Aufnahme beenden, bisschen rumskillen, Sachen ausrüsten und so und... Ja, dann würde ich mal sagen, geht es dann auch lustig, flockig, dann, wenn das alles erledigt ist, weiter und ja. Also, bis dann.